Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Gompel verkauft gar keine Sojabohnen mehr. Sojabohnensaat mehr im Winter. Die hat er nur im Sommer und im Herbst verkauft. No! Was aber bedeutet, dass er in einer Jahreszeit sie wieder verkauft oder verkaufen wird, was ja gut ist. gut. Des Weiteren habe ich auch gelesen eben. Was mache ich eigentlich gerade? Ich drücke hier wild rum. Habe ich eigentlich nochmal Lavendel irgendwo? Ja, sehr gut. Des Weiteren werden wir jetzt bald auch endlich Fruchtbäume pflanzen können. Das ist wunderbar. Da möchte ich natürlich den Platz hier nutzen. Natürlich doof, dass der Platz jetzt hier von den ganzen Sojabohnen besetzt ist. Das spielt in meinem Vorhaben nicht wirklich gerade in die Karten. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, deswegen muss ich gucken, dass ich hier erstmal die ganzen Sojabohnen wegkriege. Aber ich glaube, die sehen, also die müssten irgendwann bald mal fertig werden. Ich habe keine Ahnung. Ich will natürlich jetzt ja auch nicht alles weghacken, nur wegen Sojabohnen. Ich kann hier, die brauchen aber 3x3, ne? Ich kann 1, 2 Bäume erstmal hier anpflanzen. 3? Nee. 2 Bäume kann ich hier schon mal pflanzen. Das wäre natürlich sehr gut. Hier unten kann ich ja eh auch erstmal nichts. Nee, muss ich das erstmal alles hier runter machen. Guck mal. Ich habe auch noch ein bisschen Sojabohnensaat übrig. Was mache ich eigentlich gerade? So. So, ich möchte hier nicht hier draufhacken und die eine Sojabohnensaat hier zerstören. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Jetzt hier nochmal Sojabohnen. Witzig. Nein, eigentlich nicht. So, Sojabohnen. Ich will immer so sagen, aber muss immer automatisch dann noch Sojabohnen hinterher sagen. Ich weiß nicht wieso. Guckt euch einfach das Let's Play an und ignoriert wieder die verrückte Frau im Hintergrund, die nur Müll redet. So, ja, Bohnen. Mann, ich kann nicht aufhören damit. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Das ist voll schlimm gerade. Ja, Bohnen, so. Also, ja, Bohnen. Wir werden jetzt, ich traue mich gerade gar nichts wirklich zu sagen, weil ich Angst habe, dass ich wieder Sojabohnen sagen muss. Ja, ich suche gerade hier Reyna. Ich würde gerne bei ihr... Was haben wir denn Mittwoch? Wo ist sie denn schon wieder? Ich muss mal gucken, dass ich Reyna in absehbarer Zeit finde, vielleicht. Dass ich ihr dann eine Wendel geben kann. Ich dachte, sie wäre hier vielleicht, aber nope. Ich habe jetzt auch keine Lust, wieder stundenlang nach ihr zu suchen. Das artet dann immer ein bisschen aus. Und das ist genau die Scheiße, auf die ich gerade keinen Bock habe. Ja, gucken wir erstmal. Okay, ich überlege auch gerade. Okay, geplantet in der Square of Dahl, but the Fruit Tea needs Square of Dahl. In Born Square. Okay, ich habe gerade die Seite nebenbei offen und lese nebenbei. Also, Teebäume brauchen nur ein einziges Crop Field. Also, die brauchen nur eine einzige Einheit. Also, einmal. Jetzt schon wieder los hier. Da muss man nur einmal hacken. Und für einen Baum, einen richtigen Baum, brauchen wir 3x3 halt. Also richtig schön groß. Also kann ich so die Bäume pflanzen, dazwischen so ein bisschen Tee. Das ist, denke ich mal, ganz okay mit dem Tee. Gut. Dann bin ich hier eigentlich auch heute durch. Ich kann noch mal ganz kurz warten vielleicht, bis die Pflanzen trocken werden. Ich kann sie nämlich alle nur noch ein einziges Mal gießen und die müssen morgen dann fertig sein oder halt nicht. Weil morgen ist der allerletzte Tag. The day after tomorrow ist dann vorbei. Also the day after tomorrow wird dann das nächste Jahr sein und dann wird hier nichts mehr wachsen. Ich überlege auch gerade nochmal. Message Board, meine Farm. Moving. Expansions. Ich muss auch mal gucken, wenn ich die Erweiterungen mache. Weil ich denke mal, es wird auch, Mann, was wollte ich sagen? Es wird natürlich auch Erweiterungen geben fürs Feld und so. Und dann möchte ich natürlich, vielleicht gibt es irgendwo auch im Internet Bilder, wie die Farmen erweitert werden, also wie die Felder erweitert werden, gerade in Konohana. Nicht, dass ich jetzt hier quasi, irgendwie...
Hier, so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier beschreiben soll. Ich habe gerade meine Maus hier, dass ich euch das am besten erklären kann. Also angenommen, ich werde jetzt, genau, hier dreimal, ich hatte schon vor, ich mache hier dreimal drei dann Baum hin. Also wir gehen mal davon aus, dass das geht. Hier so dreimal drei. Und dann mache ich eine Farmerweiterung. Und dann kommen auf einmal hier noch zwei Felder hinzu. Und dann habe ich hier einen Baum in der Mitte. Und hier jeweils dann zwei Felder, wo ich keinen Baum anpflanzen kann. Deswegen wäre es klüger gewesen, wenn ich zum Beispiel den Baum einfach hier pflanze und dann hier neben einen zweiten Baum hinsetzen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass ich die Bäume so platziere, dass nach einer Farmerweiterung das so erweitert wird, dass ich dann wieder einen Baum hinsetzen kann. Und die Bäume sich dann nicht im Weg stellen und ich einen Baum fällen muss, um dann da, wo er stand, vorher dann zwei hinstellen zu können, weil links und rechts vom Baum halt Platz ist. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Meine Motivation, warum ich das mache. Ich sollte vielleicht auch noch gießen und mir nicht nur erzählen. Deswegen möchte ich das ein bisschen strategisch vorgehen. Und das halt eben sinnvoll machen. Ich kann es vielleicht nochmal später erklären, wenn ich auf der Konohana-Farm bin. Ist das vielleicht besser? So, letzter Tag. Heute muss alles geerntet werden. Was nicht geerntet wird, ist nicht fertig und kann weggesichelt werden. Heute ist das Sternennachtfest. Gehe in das Rathaus. Und es ist Monatsende. Heute muss geerntet werden. So. Denn heute ist tomorrow und morgen ist the day after. Und dann ist Frühling. Schauen wir mal, ne? Irgendjemand verpennt hier wieder Futterzeiten? Wer verpennt hier wieder? Ah. So. Hallo, May. So, wo ist denn dein Keks? Hier, der letzte Keks. Ich muss wieder neue Kekse für May kaufen. Okay, du bist nicht fertig. Du kannst zerstört werden. Das war, glaube ich, der Bock Joy, den einen ich mal bekommen habe. Oh, das ist gerade voll traurig. Du kommst auch weg. Aber hey, ihr beide habt es noch durchgeschafft. Guck. Ganz sinnlos war es nicht. Was ist jetzt los? Du hast 100... Nee, ja doch, 100 Daikon geerntet. Herzlichen Glückwunsch. Wow. So, ganz knapp am Ende des Monats noch ein Achievement bekommen von der Erntegöttin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Autogramme gibt's später. Oh, hier, das ist auch noch durchgekommen. Sehr schön. Ja, und hier leider auch nicht. Aber naja. Okay, jetzt muss ich den Tag rumkriegen, Freunde der Sonne. Das wird schwer. Müssen wir mal gucken, was ich alles heute noch so veranstalte. So, ihr werdet jetzt rausgebracht, ihr Süßen. Leckerlis. Ah, oh. Ach, stimmt ja. Hier, der hat noch Dünger gekriegt. Ich erinnere mich. Ja, da kann ich ja wieder... Ach, stimmt, da kann ich auch wieder ein paar Sachen zaubern. Für Kunikunde. Für Mikael. Mache ich auch gleich dann. Beziehungsweise, nein, wir machen das jetzt ganz anders, Leute. Passt auf. Ich werde einfach verschiedene Tofu-Rezepte ausprobieren. Denke ich mir so. So ganz gut, oder? Ihr wollt doch auch noch Leckerlis haben. Dann machen wir jetzt eine kleine Kochshow hier draus. Ich denke, das ist kein Problem. Neue Rezepte finden. Auch noch, du auch noch und du auch noch. Ich kann ja, während ich hier noch rumspiele, nebenbei schon gucken, was ich alles aus Sojabohnen noch machen kann. Das Kochbuch. Und vermute ich einfach Tofu und dann kalter Tofu kann ich ja schon machen. Wir gucken einfach mal. Sojabohnen. Alle Kategorien durchsuchen, bitte. Alle Kategorien, bitte. So, Sojamilch, Sojabohnensuppe. Hab ich schon Sojabohnensuppe gemacht? Ich glaube, ja. Damit habe ich wahrscheinlich nicht einmal sogar teilgenommen. Ich glaube sogar. Karotten habe ich keine mehr. Ne? Sonst hätte ich Okara machen können. Dafür braucht man Sojabohnen, frittierten Tofu und Karotten. Aber Karotten, das kann noch ein bisschen dauern bei mir. Das wird erstmal nichts. Gut, dann... Ohne Rezept. Ne, wir machen erstmal mit Rezept. Wir müssen erstmal Tofu draus machen. Ne, warte mal. Ich guck erstmal. Gekochte Rezepte.
nehme ich natürlich den Tofu. Mal gucken, was wir alles aus Tofu zaubern können. Vermutlich gar nichts. Ist das jetzt schon? Miso. Oh. Fried Tofu. Tofu und Mehl. Deep Fried Tofu. Tofu und Öl. Habe ich Mehl oder Öl gerade da? Und ich finde das jetzt ziemlich schwierig. Okay, ich habe nichts davon da. Ganz gut. Gekochter Tofu habe ich. Kalter Tofu habe ich auch schon. Getrockneter Tofu. Ich kann getrockneten Tofu machen. Das ist ja immerhin schon mal was. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Tofu Steak. Geht gerade nicht, weil ich kein Öl habe. Ich kann Sojamilch-Eintopf machen. Das ist gut. Gut, das machen wir auch. Warum nicht? So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt angehe. Ich mache erstmal Tofu. Zweimal Tofu und einmal Sojamilch. Genau. Tada. Nein. So, jetzt nochmal. Mit Rezept. Jetzt noch zweimal Tofu. Da. Zweimal bitte. Okay. Nein. So, jetzt machen wir erstmal den getrockneten Tofu. Und dafür brauchen wir einfach nur Tofu und Topf. Topf. Und Tofu. Mal gucken, ob das klappt. Du hast Koya-Tofu gemacht. Okay. Cool. Und dann machen wir jetzt den Tofu-Milch-Eintopf. Okay, ohne Rezept kochen. Wir brauchen einen Topf. Wir brauchen Sojamilch. Wir brauchen Tofu. Sojamilch, Tofu. Und dann brauchen wir Spinat, Karotte, Daikon oder Shimeji oder Shiitake oder Lauch. Also Lauch? Nee, das war Leek. Ich weiß gar nicht, was Lauch ist. Auf jeden Fall haben wir doch noch einen Daikon. Ja. Und das wird jetzt Sojamilch, ein Topf. Ich bin mal gespannt. Du hast Sojamilch-Eintopf gemacht. Cool. So, und jetzt machen wir aber wieder unser normales Zeug, sag ich mal. Was wir auch gerne für, für Mikael kochen würden. Mache ich hier gerade? Da, Tofu. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn noch? Zwei kann ich machen. Das müsste gehen. Zweimal Tofu und zweimal Sojamilch. Na, ist egal. Lass es einfach, wie du willst. Huch, ich habe gelernt, wie man frittierten Tofu kocht. Ja, seht ihr. Neues Rezept gelernt. Einfach so. Und dann mache ich noch zweimal Sojamilch. Kann ich leider nicht zwei auf einmal machen. Weil ich zwei verschiedene Qualitätsstufen habe. Weil den Sojabohnen. Ist aber nicht schlimm. Nochmal. Guck, da verkochen wir jetzt einfach die ganze Folge. Warum auch nicht? Nein, nein. Okay, und jetzt mache ich noch zweimal dann den gekochten Tofu mit Rezept. Weiter runter. Nee, ich bin bei den richtigen Speisen. Gekochter Tofu ist, glaube ich, eine Vorspeise nur. Da. Wie viel Tofu ich jetzt habe? Wahnsinn, ey. Tada! Du hast gekochten Tofu gemacht. Nein, nein, alles gut. Du hast das Rezept so gelassen, wie es war. So bin ich. Gut, da habe ich jetzt wieder gut was, was ich verschenken kann, beziehungsweise auch verkaufen. Ja, Sashimi. Aber erstmal, ja, den Shit. Da wird sich Mikael drüber freuen, hoffe ich. Gut. Morgen ist Freitag. Ich hoffe, dass ich morgen überhaupt irgendwo Saatgut kaufen kann. Vermutlich nicht. Ich kenne das Spiel doch. Ja, die Läden haben nicht offen, wegen Silvester.
Juhu, ein Fest. Esch nimmt mich immer mit zu den Festen. Ach, wie wir wohl dieses Mal abschneiden werden. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Wie abschneiden? Um was geht's? Heute ist das Silvesterfest. Du kommst doch auch, Yumi, oder? Ich freue mich schon drauf. Natürlich. Natürlich, meine Freunde der Sonne, der guten Unterhaltung. Habe ich eigentlich noch... Ja, ich habe noch einmal Armer Ritter für Nathan. Nathan! Er ist wieder hart am Huldigen. Hallo! Achso, du... Okay, heute gab es kein Gespräch. Er hat sie heute direkt angenommen. Normalerweise wollen die wenigstens vorher noch mal so ein... Anstandsgespräch mit mir halten, bevor sie mir meine Geschenke aus der Hand reißen. Aber Nathan war heute so gierig. Der hat direkt den armen Ritter mir aus meinen kalten, toten Klauen gerissen. Ich rede gerade Müll, ihr dürft mich ignorieren. Da, Georgia. Hallo, magst du mich jetzt vielleicht mal 2 Punkte? Nein, natürlich nicht. Georgia. Ich glaube, die mag mich heimlich nicht. Die findet mich eigentlich scheiße. Ich weiß nicht. Was heute wird passiert? Überraschungen gehören zum Fest immer dazu. Ach du Kacke, nicht, dass irgendwas hochgeht. Nicht, dass Aileen irgendwas in die Luft sprengt. Wir kennen sie ja. Aber Aileen muss man mal ein bisschen aufpassen. So, okay. Habe ich Blumen? Ich habe Blumen. Habe ich Leute, die ich beschenken will? Ich habe Leute, die ich beschenken will. Heute nehmen die Sachen direkt an. Okay. Nimmst du auch direkt an oder quatschst du vorher noch? Oder gar nichts. Das ist für mich ehrlich? Wow, das ist immer so lieb von dir, danke. Ich habe schon wieder vergessen, was Cam eigentlich am liebsten mag. Muss ich nochmal gucken. Bestimmt wieder irgendein total nerviges Gericht, wo ich keinen Bock drauf habe. Ups. Ach nein, du kennst dich aber gut. Deswegen mag ich dich so. Sehr schön. So, Cammy Boy. Mal ganz kurz gucken, ne? Was Cam so, wo ist denn mein Tab hier? Da. Cam. Cam, was magst du am meisten? Tom Yum Gong. Ach, stimmt der. Okay, und wieder den Tab schnell schließen. Wenn ich das schon lese, habe ich gleich keinen Bock mehr. Oh Mann. Na, nein, Ash. Nein, danke. Gut. Dann, wir haben jetzt bald dann, ja, das Silvesterfest. Aber erst in der nächsten Folge, wo wir dann, ja, in das nächste Jahr reinfeiern werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.